War Anna Jungfrau? Anna Jungfrau? Sie hat sehr jung gewirkt. Das ja. Eine Frau war sie definitiv deutlich, von daher kann man davon ausgehen. Ich bin mir sicher. Also wir reden vom Sternzeichen. Ja. Von auch sonst. Was habt ihr denn jetzt gedacht? View. Okay, das ist irgendwie ein bisschen verzögert. Stell dir mal vor, Notfall. Oh Gott, wir müssen operieren. Jetzt warte doch mal 5 Sekunden. Die Tür muss das checken. Ja, das sieht aus wie ein Sessel. Oh, das ist eine Sitzbankgelegenheit. Oder auch eine fahrende Sitzbankgelegenheit. Oh, da ist was zum Samano. Samano? Samano, das ist ein Fußballspieler. Achso, wusste ich gar nicht. Hihi. Das ist meine Gag. Das sind meine Cousins. Boss Time? Und wo kommst du hin? Warst da eben nicht. Meint ihr denn zu kurz einen Gehstock oder ist das ein Gewehr? Beides. Ah. Sehr praktisch. Wir kommen ja zu. Könnte man auch patentieren lassen. Zum Schießen und zum Laufen. Für die alten Kriegsveteranen unter uns. Hm? Verdammt. Das war dann wohl ein Schuss? Ja, die können gut zielen. Der hat diese Trage voll erwischt. Ja, vor allen Dingen, die Trage fiel um und 2 Sekunden später löst sich der Schuss. Ist das die Druckwelle ja, oder wie? Sie hatte schon Angst. Achso. Sie hat sich in Deckung gebracht. Das ist gut ausgewischt, kann man eigentlich sagen. Also, das ist eine gute Trage. So. Ja, das wird jetzt öfter passieren, dass man hier so Gegner hat, die schießen können. Ist nicht weniger angenehm. Und dann, egal. Die leuchten halt so irgendwie, wenn sie schießen. Und wenn sie dann fertig mit Leuchten sind, dann schießen die. Außer natürlich, man schießt sie. Ja. Oder hat kein Moment. Aber der hat Zeit, der hat Zeit. Achso, ich bin ja einer von den Guten. Oh nee, Mist, ich hab meine Rolle vergessen. Oh. Yay, jede Menge Schrotflinten. Ich muss jetzt erstmal alle möglichen Sachen einsammeln, bevor du den letzten killst. Oh, ja, stimmt. Ich hab recht. Stimmt. Siehst du, haben wir noch einen Verwandtskasten kassiert. Ja, und hinter ihm liegt, glaube ich, auch noch was, ne? Hab ich das eben richtig gesehen? Sorry, ich darf mal durch. Oh, tatsächlich. Du darfst? Oh Gott, ein Verbandskasten, was ein Glück. Hat er nicht eben noch normal gestanden? Jetzt spielen kann. Aber ich höre eh nicht gern. Ne, so. Jetzt bin ich soweit. Wir können. Oh ja, ich sehe nichts. Die Waffe ist so hell. Los, drück. Boah, das war knapp. War es doch nicht. Doch nicht so knapp. Oh, das war knapp. Lalüla, aha. Das ist wie mit der Tür, das dauert halt ein bisschen. Mhm. Ich hab den Nutzer da hinten liegen lassen. Jetzt realisiert er, dass das alles nur ein Traum war und er gerade das gesamte Krankenhaus, das man erschossen hat. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke 2 at once? Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Mr. Francis York Morgan. Haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan. Information desires you.
just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Du Mörder. Ja, unglaublich viele Leute umgebracht. Und dafür richtig Asche kassiert. Ja, gut. Sauber. Okay, nochmal speichern. Ja. Nee. Oh, Donut. Ein wenig, hallo. Donut kann schon reinhauen. Ja, vor allen Dingen der Größe. Ja, der ist so groß wie ja. Ein Ring. So groß wie eine Bandage. Lecker, ich mag Bandage. Aber nicht so früh morgens. That's west from here. Too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Sag mal. Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe gerade gesagt, ich hatte das Mikro aus, deswegen sollst du es normal sagen. Hast vergessen. Ah doch, ah gut, was ich sagen wollte. Ja, wir machen alles für euch. Also wir mussten bis 21 Uhr im Krankenhaus sein, aber bis 18 Uhr hatten wir den wichtigeren Termin mit dem Zeugen befragen. Nun ja, was ist das denn? Ist das wieder das Krankenhaus? Ja, ne? Können wir jetzt einfach nochmal rein oder was? Ja. Das war so cool. Ja, wir fahren heute mal mit Stil. Wer kam da mit dem Ding an? Weiß ich nicht, aber kann ich auch mit Privatautos fahren? Naja, so privat sehen die Autos gar nicht aus, aber darf ich trotzdem nicht. Ja, ist ja gut, ich habe mich ja schon 30 Zentimeter von euch entfernt. Mein Bart kitzelt, haben Sie etwas vor? Trennen wir uns. Nein. Ja. Wundervoll. So. Ja, dann fahren wir halt mal ordentlich hier diesmal. So, einsteigen. So, ich fahr jetzt, gib her. Du fährst jetzt. Ja, ich fahr jetzt. Okay, du fährst. Ich kann fahren. Du fährst, ich trinke. Wie geht das? Weiß ich doch nicht. Trinken? Ja. Agent Morgan. Nee, das weiß ich. If I could just give you a friendly warning. Are you really upset about me taking over the case? Käse. I have the authority approved by the FBI to assume command. I understand you don't like it, but you will follow my orders. I'm not disputing FBI authority, but this is our town. You won't get far alone. And you gain nothing by antagonizing me. It's part of my personality. I just do things my way. I can take you off the case if you wish. Stop it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Okay, Georg hat Gemut. Hast du jetzt schon eine Delle in der Motorhaube? Das Gute ist, dass das Auto wieder getankt ist, weil das ein anderes ist. Ja, aber es sieht nicht aus, als wäre es schneller als das andere. Sieht vor allem aus, als würde man nicht sehen, was es ist. Man könnte ja mal auf die Karte gucken, bevor ich wieder irgendwie losfahre, wie am letzten Mal. Karte! Oh, ist das schön. Help me, Karte. Karte? Karte Diem. Oh yeah. Hm. Nein. Das ist komisch, dieser Wald. Das war keine Absicht. In welche Richtung könnte es gehen? Ist das das hier? Nee, da steht nur Polly Oxford. Ach, das war die alte Omi. Mhm. Aber war es doch eigentlich gar nicht so falsch, dachte ich.
the fuck war das denn? Sehr creepy. Ich gucke jetzt gleich noch mit meinem Eldö in die Richtung, wo es hin ist. Dann kann ich in die Plan. Richtung gehen. So, stopp. Oh, oh, wie viel? 600 Yards. What the fuck? Ja, das ist die erste Fahrt, die sich mal richtig zieht. Warum ist jetzt da übrigens das Symbol? Ja, das frage ich mich auch gerade. Alter. Boah. Kann man nicht hinporten. Andererseits, man kann sich nicht wirklich verfahren. Also zumindest eine Weile. Wahrscheinlich kannst du in die andere Richtung fahren und kommst von der anderen Seite der Welt schneller hin. Ja. Großartig. Ja, bis 18 Uhr werden wir dann unterwegs sein. Warum nochmal haben wir dieses Auto genommen, das gerade mal 20... Ich? Oder? Fährt ein bisschen... Na? Nee, es ist langsamer, glaube ich. Oh, Disco! Nein. Sieht aber schön aus. Ja, ist herrlich. Oh Gott. Das ist ja fantastisch. Wusch, boom. Sehr, sehr schön. Body was discovered by the woodsman Jim Green, along with his two grandchildren, Isaac and Isaiah. What were they doing in the forest? Just their daily routine. They found Anna's body during a morning walk. So you've talked to them all? Das war jeden Tag? Not officially. Not yet. Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Agent York, that tone is hardly appropriate. We were given orders to wait for you to arrive. Orders by who? A man called Abrams from the FBI. Robert, is it? Good old Bob Abrams. I did tell him to stay out of it. It's always tough to have a meddling boss, huh, Zach? I thought you knew, Agent Morgan. Don't worry about it. We may not have taken official statements, but we got all the information we need. I can fill you in right now if you'd like. Thanks, George, but that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves. Firsthand. I just can't believe that the children had to witness the crime scene. They may be traumatized. You'd better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emily. Not at all. That's not what I meant. Then what did you mean? Ugh, just forget it. Ich krieg den Blinker da nicht aus. Du musst in die andere Richtung drücken. Ja, aber dann geht das Scheibenwischer wieder an. Ja, das ist nach oben. Ja, wenn ich nochmal nach oben drücke, soll doch ausgehen, oder? Ja, oder nach unten. Ja, wenn ich nach oben drücke, passiert nichts, wenn ich nach unten drücke. Geht der Scheibenwischer aus. Warum geht das jetzt bitte? Ich hab das eben alles probiert. Ja, das ist halt das Digi-Kreuz von Xbox-Controller. Das stimmt allerdings. Ja, ansonsten, ich muss sagen, die Bäume sind hübsch. Das sind wirklich, wirklich schöne Bäume. Ich bin gerade so im Geschwindigkeitsrausch, ey. Nee, ich habe auch nur Tunnelblick. Tunnelblick. Killerblick. Musst du eigentlich nicht irgendwann mal abbiegen? Ich hoffe nicht. Weil irgendwie ist der Punkt jetzt hinter dir. Das ist wahr. Wie ging das so schnell? Kann mal gucken, wo wir so auf der Karte sind. Ich war so begeistert von dem Gespräch. Oh, okay. Ja, jetzt geht. Da hinfahren? Das, ja, okay. Das ist ein ganz großer Weg. Wo ist das Ding nochmal? Ja, unten links jetzt gerade. Bin ich jetzt? Klar bin ich. Wie kannst du denn komplett dran vorbeigefahren sein, wenn es 6000 Yards weg ist? Ja. Ich wende kurz mal. Ruhiger wenden nochmal? LT. RT. RT. Hi. Gleich mal Sirene anmachen. Okay, schauen wir nochmal. Ich dachte, ich kann nicht groß falsch fahren, aber gut, ich kenne halt mich auch. Also eigentlich müsste man hier lang fahren. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Okay, das ist ein Tunnel. Ich dachte, das wird ein Tunnel sein. Wenn das ein Tunnel ist, ist das ein Tunnel. Gut, dann biegen wir einfach gleich mal rechts ab. Meep. Oh Gott. Beschleunigung. Wir fahren noch bergab, also von daher ist das verständlich. Natürlich. Aber die Handbremse an oder so, kann das sein? Ich kann einiges erklären. ja. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, bei der Fahrt müssen wir tatsächlich tanken. Du bist mit 99% gestartet und wir haben gerade mal 1000 Yards geschafft und sind schon bei 75. Wuhu. Ich gebe es mal Vollgas. Diese Geschwindigkeit. Ich krieg mich nicht mal. Mir löst die Perücke weg. Du hast eine Perücke? Ja, selbstverständlich. Das hast du mir nie erzählt. Ja, alles sehr. Ich hab dir sehr viel noch nicht erzählt. Guck mal. Bist du gerade gesprungen? Ja. George is right. Let's head over to the forest park. Die dir dann auch noch jede Unterhaltung im Keim ersticken, ne? Mhm. Also ich finde es schöner, die Welt hier zu beobachten. Ja. Halt die Klappe, York. Wir kennen uns zwar erst seit 2 Stunden, aber warum sollten wir uns näher kennenlernen? Das ist dämlich. Richtig. Ich wollte nicht vertrauen. Nö. Ich mag sie nicht. Sollen wir irgendwo einkaufen oder deiner? Oder da ist ein Pistolenladen zum Beispiel. Miep. Was haben wir denn dann noch? Da links ist eine Tankstelle.
Wollen wir mal vorbeikommen? Ja, nö, bei der Tankstelle jetzt gerade nicht. Aber ich würde gerne mal bei dem Pistolenladen gucken, ob die irgendwas Cooles haben. Weil für sonst brauchen wir das Geld ja sowieso nicht. Da-da-dam, da-da-da. Oh, es macht doch Spaß hier.